Wir heißen Sie herzlich willkommen zum Neujahrsempfang Ihrer Sparkasse Leverkusen. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Neujahrsempfang 2020 Ihrer Sparkasse Leverkusen. Herr Grabe und ich, wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier wieder so zahlreich erschienen sind. Und wie in jedem Jahr möchte ich ganz am Anfang sind noch einige Persönlichkeiten hier in diesem Raum ganz besonders begrüßen. Zuallererst Herrn Oberbürgermeister Richard mit seiner Frau. Herzlich willkommen, Herr Oberbürgermeister. Dann auch den Herrn Bürgermeister Marewski mit seiner Ehefrau. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Ich hätte jetzt auch noch gerne begrüßt die Frau Landtagsabgeordnete und Bürgermeisterin Frau Lux und Herr Landtagsabgeordneten Scholz. Aber wie ich gehört habe, ist die Sitzung des Landtags wohl heute deutlich länger. Und die müssen wohl noch ein oder anderthalb Stunden Politik machen. Ich weiß nicht, ob sie uns heute Abend hier noch besuchen werden. Warten wir das ab. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben heute zum vierten Mal in Folge ein wirklich, wirklich volles Haus. Und das macht uns, Herrn Grabe und mich und auch alle Kolleginnen und Kollegen, die diesen Abend mit vorbereiten und mitgestalten, wirklich, wirklich sehr stolz. Das zeigt uns zum einen mal, dass Sie, glaube ich, Ihrer Sparkasse wirklich sehr verbunden sind. Das ehrt uns natürlich auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite können wir auch sagen, haben wir, glaube ich, auch in diesem Jahr damit wieder bewiesen, dass wir ein glückliches Händchen bei der Auswahl, in dem Fall einer Referentin für den heutigen Abend haben. Deswegen darf ich Sie auch ganz besonders herzlich begrüßen, Frau Britta Heidemann. Herzlich willkommen. Ja, ein Neujahrsempfang ist immer auch die Gelegenheit, nochmal in das alte Jahr zurückzublicken. Und 2019 ist sicherlich, oder wird in Erinnerung bleiben, als ein Jahr, in dem viele Gewissheiten, so wie man sie hatte, zumindest in Frage gestellt wurden. Das betrifft die Politik, das betrifft die Wirtschaft, das betrifft die gesamte Gesellschaft und das betrifft sicherlich auch den einen oder anderen von uns selbst. Und wir haben es uns, wie gesagt, in den letzten Jahren immer zur Gewohnheit gemacht, so eine kleine Tour zu machen, was ist in der Welt passiert 2019, danach was ist in Leverkusen passiert und was hat auch die Sparkasse Leverkusen in 2019 besonders bewegt. 2019 war sicherlich ein sehr herausforderndes Jahr für viele. Die ganzen Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Niedrigzinsphase und, die ziehen wir jetzt schon eine ganze Zeit lang mit uns. Die werden aber auch nicht weniger anspruchsvoll. Allerdings, ich glaube, das hat das letzte Jahr gezeigt, dass alles passiert in einer Zeit noch zunehmender Konflikte, politisch wie auch militärisch. Und es gibt jetzt viele Leute, die sagen, ja, aber in all diesen Risiken oder Herausforderungen liegen, also neben Risiken natürlich auch Chancen. Das mag so sein. Allerdings ist, glaube ich, die Welt ein ganzes Stück brüchiger geworden im letzten Jahr. Die Veränderungen der politischen Agenda sind wirklich massiv. Wer ist Freund, wer ist Feind? Alte Bande halten nicht mehr, neue Bande werden geknüpft. Werden sie geknüpft dauerhaft? Werden sie geknüpft, um nur einzelne Ziele zu erreichen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass 2019 sicherlich in der einen oder anderen Weise eine Zäsur darstellt. Bewegt hat uns im letzten Jahr oder fast muss man auch schon sagen begleitet oder sogar verfolgt das Thema Nachhaltigkeit. So bei Nachhaltigkeit denken jetzt sicherlich ganz viele von uns hier an das Thema Klimaschutz. Fridays for Future, Schüler, die freitags nicht in die Schule gehen, sondern für ein besseres Klima demonstrieren. Aber ich glaube, es ist viel mehr als das. Es ist ein Zeichen wirklich einer Veränderung in der Gesellschaft. Sicherlich gerade jetzt sehr stark getrieben durch die Jugend. Wichtig ist aber auch, dass sich das Ganze nicht nur auf die ökologische Nachhaltigkeit bezieht. Es gibt noch weitere Faktoren. Das ist die soziale Nachhaltigkeit, das ist die ökonomische Nachhaltigkeit. Also es geht einfach darum, gute Lebensperspektiven für alle Menschen oder für wirklich viele, viele, am liebsten alle Menschen zu schaffen. Und die wirtschaftlichen Grundlagen für das Leben zu erhalten. Ich glaube, das ist ein gesamtheitlicher Nachhaltigkeitsansatz, der sehr, sehr stark ins Bewusstsein in 2019 gekommen ist. Und ich hoffe, dass dieser eben auch ein Nachdenken auslöst. Es wird letztlich auch zu einer Veränderung des Verhaltens der Menschen, glaube ich, kommen müssen. Aber das sind natürlich nicht alle Themen. Sie sehen hinter mir einzelne Bilder, die
sicherlich für die eine oder andere Schlagzeile stehen. Nicht? Ach so, das war ich jetzt gerade selbst. Okay, das war ich nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, welche Schlagzeile ich im letzten Jahr groß gemacht habe. Nein. Ich habe es im letzten Jahr schon gesagt, Terror ist sicherlich ein Thema, aber im letzten Jahr, muss man auch sagen, ist der Terror auch wieder in Deutschland angekommen. Also sie haben sich alle an den Anschlag in Halle. Das ist auch, glaube ich, etwas, was uns nicht mehr loslassen wird an der Stelle. Es gibt natürlich auch positive Dinge aus dem letzten Jahr zu berichten. Auch die sind ja abgebildet. Nehmen wir nun mal den Mauerfall, das Mauerfalljubiläum, 30 Jahre. Es gab sicherlich auch mal eine Zeit, wo wir uns dann gefreut haben, es gibt zwischen den USA und Nordkorea eine Annäherung. Sie sehen hier das Foto, Trump überschreitet die Grenze zu Nordkorea. Fast müsste man sagen, noch ohne Truppen. Man weiß ja nicht, was er dann vielleicht morgen macht. Greta Thunberg, Sie sehen sie hier, hat das Jahr, glaube ich, wirklich sehr geprägt, auch zu Beginn dieses Jahres, jetzt in Davos. Die Parlamentswahlen in Großbritannien haben uns, glaube ich, jetzt der Entscheidung zum Brexit nicht nur näher gebracht, sondern ich glaube, die Entscheidung ist letztlich gefallen. Das britische Parlament hat vorgestern alle Entscheidungen dazu getroffen, sodass Großbritannien die EU zum 31. diesen Monats verlassen wird. Aber auch in Leverkusen ist natürlich viel passiert, wenn jetzt umgeschaltet wird. Fridays for Future gibt es natürlich auch hier in Leverkusen. Auch das haben wir einmal bildlich dargestellt. Auch in Leverkusen kümmert man sich sehr, sehr stark. Auch der Oberbürgermeister hat das sehr auf seine politische Agenda genommen, wirklich auch ökologische Verkehrs- und auch Parkkonzepte hier durchzusetzen. Das ist, wie man der Zeitung entnehmen kann, nicht jeden Tag einfach, lieber Herr Richrath. Aber ich glaube, auch hier wird viel passieren. Was hat uns sonst noch in Leverkusen bewegt? Natürlich das Thema Verkehr, Brücke, Tunnel, Stelze. Das habe ich, glaube ich, im letzten Jahr so gesagt. Ich will mich da kurz fassen. Das kann ich im nächsten Jahr nämlich immer noch tun. Was sicherlich sehr vorangekommen ist, muss man auch sagen, auch im letzten Jahr, die Entwicklung in der neuen Bahnstadt Opladen. Da wächst und gedeiht wirklich jeden Tag etwas. Ich finde, das ist ganz toll anzuschauen. Und auch sehr stark in der Kritik gewesen der Busbahnhof. Ne? Sie wissen das alle, was im letzten Jahr da geschrieben stand, aber jetzt ist er, ich sag mal, fertig. Er ist wunderschön geworden. Er ist zwar erst in 2020, ich glaube am 7. Januar eingeweiht worden, aber ich glaube, der Bauer hat in 2019 stattgefunden. Insofern, ich glaube, das ist wirklich richtig was Tolles entstanden da in der Mitte von Wiesbaden. Und auch das Thema Schloss möchte ich in diesem Jahr nicht unerwähnt lassen. Ich will jetzt gar nicht auf die Diskussion eingehen, die halt immer wieder geführt wird. Revitalisierung, Parkplätze, darf man Bäume dafür fällen? Und wenn ja, wo darf man sie fällen? Ist ein Baum wichtiger als ein anderer? Nee, das will ich gar nicht tun, sondern Ihnen sagen, dass das Museum muss Bruch in der Öffentlichkeit, und zwar in der deutschen Öffentlichkeit, auch in der Kulturszene, wirklich einen großen, großen Stellenwert hat. Wenn Sie die Welt am Sonntag gelesen haben, Anfang Dezember im Feuilleton wirklich ein großer Bericht und da wird dann geschrieben, ich darf das mal zitieren, Museum muss Bruch, aus kaum einem anderen Museum nimmt man so viele Anregungen mit und Museum muss Bruch, ein mutiges Voran. Ich denke mal, das zeigt auch, dass es sicherlich wert ist, sich auch um die Zukunft des Museums tatsächlich zu streiten, wenn es nicht nur um Streit geht, sondern irgendwann man auch Lösungen findet. Ich glaube, das ist haben wir es geschafft von der Welt nach Leverkusen und jetzt kommen wir dann auch kurz zu Ihrer Sparkasse. Was war für uns 2019 prägend? Sie erinnern sich, wir haben letztes Jahr hier beim Neujahrsempfang unser 175-Jahr-Jubiläum sozusagen eingeleitet, gestartet und wir haben, so wie wir Ihnen das auch versprochen haben, sicherlich viel gefeiert. Ich glaube in einem sehr vernünftigen, angemessenen Rahmen und wir haben nicht uns selbst gefeiert, sondern wir haben mit unseren Kundinnen und Kunden gefeiert. Das haben wir auf Filialengeburtstagen getan, haben das mit einem großen Spendenwettbewerb verbunden. Wir haben an heißen Tagen unseren Kundinnen und Kunden Eis spendiert. Wir haben am Valentinstag haben wir Rosen spendiert. Wir haben, glaube ich, ganz, ganz viel getan. Und der Höhepunkt war sicherlich der 28. September, als wir hier im Hause erst draußen auf dem Vorplatz vormittags ein kleines Volksfest gefeiert haben mit vielen Attraktionen und abends den krönenden Abschluss hatten mit dem sehr, sehr gut besuchten Casala-Konzert. Hier hat die Bühne wirklich gebebt, muss ich sagen.
Wir haben aber nicht nur gefeiert, wir haben natürlich auch unser ganz normales Geschäft gemacht. Wir haben versucht, Ihnen, unsere Kundinnen und Kunden, bestmöglich mit Produkten und Dienstleistungen zu versorgen, Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Und aus dem Ganzen ergibt sich natürlich auch ein wirtschaftliches Ergebnis, was ich Ihnen jetzt hier gar nicht im Detail vorstellen will, weil wir am 27.02. die Presse hier zu unserer jährlichen Bilanzpressekonferenz einladen. Und das wird dann sicherlich am nächsten Tag in den Medien zu lesen oder auch zu hören sein. Aber wenn wir ein Fazit ziehen können des Geschäftsjahres 2019 in Anbetracht der wirklich schwierigen wirtschaftlichen Lage oder in schwierigen Lage, in der sich Kreditinstitute generell befinden, das Thema Niedrigzins oder Negativzins möchte ich hier gar nicht ausführen, glaube ich, können wir insgesamt noch von einem zufriedenstellenden Jahr sprechen. Aber das soll es auch im Prinzip schon zu dieser Bewertung sein. Meine Damen und Herren, ich bin kein Hellseher, aber manchmal kann man sich vielleicht wünschen, was man in 2020 an Schlagzeilen in der Zeitung denn gerne lesen würde. Wir haben hier mal Zeitungen mal kreiert mit Schlagzeilen, die wir vielleicht gerne hätten. Da steht dann, dass die Zinsen wieder steigen, dass es eine Annäherung in Nahost gibt. Da steht drin, dass der Tunnel für Leverkusen kommt. Weiß ich, wir können ja der Oberbürgermeister gleich noch irgendwas dazu sagen. Das ist zumindest, würden wir uns ja über die kleine Lösung freuen. Also Tunnel statt Stelze. Und da steht auch, die DFB-Elf wird Europameister. So. Berti Vogts hat mal gesagt, nur manchmal ist die Wirklichkeit anders als die Realität. Und wünscht er was, das kann man sicherlich tun. Ob davon irgendwas so kommt, ich wage es wirklich stark zu bezweifeln. Also ich bin mir relativ sicher, dass die Zinsen im nächsten Jahr nicht so steigen. Das mag dem einen oder anderen Kreditkunden sicherlich sehr freuen. Den Sparer, die Sparerin freut das weniger. Ich glaube nicht, dass sich in der Zinslandschaft viel ändert. Annäherung in Nahost, 7. Dezember, da haben die Amerikaner mal gezeigt, was sie von dem ganzen Thema halten. Auch das glaube ich nicht, dass es das Jahr 2020 so richtig weiterführt. Ich würde mir das Gegenteil wünschen. Ich glaube es nicht. Der Tunnel für Leverkusen, Herr Oberbürgermeister, vielleicht gleich bei einem Glas Wein oder bei einem Bier können Sie vielleicht die eine oder andere Auskunft geben. Oder Sie können hier, wenn Sie jetzt die richtig gute Nachricht haben, natürlich sofort den Platz einnehmen. Er bleibt sitzen. Okay, hat er gesagt, er bleibt sitzen. Ja, und zum Thema Fußball möchte ich mich gar nicht äußern. Schauen wir mal, was kommt. Ja, meine Damen und Herren, aber eine Gewissheit gibt es nämlich. Und das ist die, dass wir uns heute auf einen sehr, sehr spannenden Vortrag und lehrreichen und informativen Vortrag von Frau Britta Heidemann freuen dürfen, die ich Ihnen vielleicht nur ganz kurz mit ein wenigen Worten vorstellen kann, bevor ich dann die Bühne hochhebe. Frau Heidemann, darf das glaube ich sagen, 1982 geboren, lebt in Köln, ist zeitlebens in ihrer aktiven Laufbahn für den TSV Bayern 04 Leverkusen gestartet und war über 10 Jahre wirklich in der absoluten Weltspitze des Degensports. Hat Deutschland und die Leverkusener Farben dort vertreten. Und sie ist die erste Fechterin, der es gelungen ist, das sogenannte Golden Triple zu erreichen, nämlich gleichzeitig die Titel Weltmeisterin, Olympiasiegerin und Europameisterin in eine Hand zu vereinen. Das war 2007, 2008 und 2009. Und ihre sonstigen Erfolge, wenn ich die, glaube ich, alle aufzählen würde, dann wäre der Abend aber auch durch. Zum Beispiel noch abgerundet durch eine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2004 und 2012. Das soweit zur aktiven Laufbahn, die Sie aber dann, also Sportlerlaufbahn, die Sie dann beendet haben. Aber Frau Heidemann ist weiterhin aktiv, sogar sehr aktiv. Sie ist eine absolute China-Expertin, sagt man, oder so werden Sie bezeichnet. Sie sind Diplom-Regionalwissenschaftlerin Chinas und Sie beraten in diesem Zusammenhang Unternehmen. Sie begleitet Delegationen aus Sport, Kultur, Wirtschaft, Sport, habe ich zweimal gesagt, Politik in das Reich der Mitte. Sie schreibt Bücher, etwas aus den Büchern, zumindest thematisch hören wir heute Abend. Das ist keine Vorlesung, aber wie gesagt, Frau Heidemann wird uns ein Stück Erkenntnisse geben zu den Themen, die sie bewegen, Motivation, Leistung etc. Das, glaube ich, wird ein sehr, sehr spannender Vortrag werden. Und Frau Heidemann engagiert sich auch noch in vielfältiger Weise für die Jugend und den Sport. Sie ist Kuratorin der Bundesliga-Stiftung, Botschafterin der Bewegung gegen Krebs, der Deutschen Krebshilfe. Sie ist Vertreterin der Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees, Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees und auch noch des Präsidiums des Deutschen Olympischen Sportbundes. Und das ist nur eine Teilaufzählung, meine Damen und Herren.
Erfolg ist eine Frage der Haltung. Das ist das Thema Ihres heutigen Vortrags. Und ich darf vielleicht ein bisschen aus dem Klappentext des gleichnamigen Buches zitieren. Zu einem glücklichen, erfüllten Leben gehören auch Herausforderungen. Und je mehr Spaß wir bei deren Bewältigung haben, desto eher meistern wir sie. Die innere Einstellung ist entscheidend. Die Freude einer eigenen Leistung ist zudem der Schlüssel zum Erfolg. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich jetzt, die Bühne frei machen zu dürfen für Britta Heidemann. Einen schönen Abend. Einer fehlt noch zum Olympiasieg. Und das ist er! Das ist er! Mit einem Doppeltreffer gewinnt Britta Heidemann dieses Gefecht. Sie hat gesagt, das sind meine Olympischen Spiele und es sind ihre Olympischen Spiele. Gold für Britta Heidemann! Habe ich kaum den Sprung auf die Bühne geschafft. Es ist wirklich spannend, heute Abend in Leverkusen mal aufzutreten. Ich bin wirklich in der ganzen Bundesrepublik unterwegs, aber quasi in einer Stadt, mit der mich so viel verbindet, bin ich selten. Und ich habe mich gerade mit dem Oberbürgermeister Richard unterhalten. Er ist seit 4 Jahren im Amt. Ich merke, ich werde langsam alt. So lange, wir kennen uns nämlich noch gar nicht. Das heißt, ich war lange nicht mehr beim Training. Und tatsächlich, Herr Beck, liebe Anne Winkchen, vom TSV. Vor ein paar Tagen ist mir meine 25-jährige Mitgliedschaft im TSV in der Post hereingeflattert. Herzlichen Dank dafür. Und ich bin jetzt gerade wiedergekommen von den Olympischen Jugendspielen in Lausanne. Da können Sie sich auch vorstellen, wie groß der Altersunterschied da ist. Und da habe ich mich fast ein bisschen geschämt, mit dem Aufdruck, irgendwie Olympisches Jugendteam da rumzulaufen. Aber bei dem Thema Olympia sind wir direkt auch schon mittendrin. Wenn Sie an Athleten denken, dann sehen Sie die Leute, so wie mich gerade da auf dem Podium, und man jubelt und freut sich. Und viele, glaube ich, denken, der Weg oder wer halt da oben steht, der macht das mit links und das ist einfach nur Talent und das ist ja irgendwie doch alles gar nicht so schwer. Die Wahrheit ist natürlich die, dass auf dem Weg zu einer solch großen Leistung immer ganz viele Stolpersteine mit im Weg sind. Mein Lieblingsbeispiel da ist der Fabian Hambüchen, ein sehr guter Sportkumpel von mir, der in Rio jetzt Olympia Gold gewonnen hat. Das haben Sie bestimmt alle mitbekommen. Eben auch da oben auf dem Treppchen, aber 3 Monate vor Beginn der Spiele noch überhaupt nicht qualifiziert. Er war nämlich verletzt und hat eine ganz schwere Zeit durchlaufen gehabt. Dann hat sich die Mannschaft für ihn qualifiziert. Dann durfte er beim letzten Wettkampf noch da rein geturnt sozusagen und dann am Ende oben auf dem Treppchen gestanden. Und das ist ganz häufig der Weg, den viele vergessen, wenn sie erfolgreiche Menschen sehen. Auch erfolgreiche Menschen müssen sich da durchkämpfen. Und ich muss sagen, als ich in der Situation war, habe ich mich natürlich überhaupt nicht darüber gefreut, aber ich hatte eine sehr dramatische Qualifikation für die Olympischen Spiele 2012 in London. Und jetzt bin ich fast froh, dass ich das erlebt habe, weil jetzt kann ich nämlich auch davon berichten. Und eben, ich habe in diesem Jahr, wir haben ein Jahr Qualifikation, wirklich alles durchlaufen, was man so emotional erleben kann. Hochphasen, Tiefphasen und viele Tränen, viel Kampf und am Ende ist es zum Glück gut gegangen. Wir waren 2011, sind wir gestartet als Weltranglisten-Erste. Wir müssen uns im Fechtsport, obwohl wir eine Einzelsportart sind, für die Olympischen Spiele als Mannschaft qualifizieren. Die besten 8 Teams qualifizieren sich. Wir waren als deutsches Team immer sehr gut bis dahin. Dann hat sich so ein bisschen was geändert in der Konstellation des Teams. Auf jeden Fall, wir sind in die Qualifikation
als Weltrangliste Nummer 1 gegangen. Und dann ist das passiert, was ganz häufig passiert, wenn man sich einer Sache eigentlich schon viel zu sicher ist. Wir haben uns eigentlich nur gefragt, machen wir jetzt Gold, Silber oder Bronze bei den Olympischen Spielen. Und wenn man aber nicht immer an dem, von Schritt zu Schritt weiterarbeitet, dann passiert eben, dass wenn eine Kondition sich ändert, wenn sich Bedingungen plötzlich verschieben, dass man dann ganz schnell in einen Strudel gerät. Und das war bei uns so. Wir haben es geschafft, in absolutem Weltrekord uns von Weltrangliste Nummer 1 auf Weltrangliste Nummer 15 runterzuarbeiten. Ich glaube, wir haben dafür 2,5 Monate gebraucht. Kann man sagen, also kann ich mir auf die Schulter klopfen, das haben wir, also viel schlechter hätten wir nicht abschneiden können. Wir hatten zu dem Zeitpunkt einen neuen Trainer bekommen, genau zum Start der Olympia-Quali, der uns vier Mädchen überhaupt nicht im Griff hatte. Und dann ging unsere Stimmung tatsächlich auch schnell nach unten. Wir hatten einige Regeländerungen, die uns nicht gut gepasst haben und mir vor allem nicht. Und ich hatte tatsächlich ein ganz großes Problem. Und zwar hatte ich an meiner rechten Fechthand, ich fechte mit rechts, starke Schmerzen. Und bei jedem Stoß, den ich gemacht habe, habe ich eben Schmerzen gehabt. Und ich hatte mich gefühlt wie so ein gestutzter Vogel, sage ich jetzt mal. Und ich wusste oder ich habe mich gefühlt, dass ich ungefähr so maximal 70% leistungsfähig bin. Und da können Sie sich vorstellen, dass natürlich ich auf der Fechtbahn mit ein bisschen weniger Selbstbewusstsein auch eben nicht das abrufen konnte, was ich ursprünglich in der Lage gewesen wäre. Und durch diese Gemengelage haben wir uns einfach fröhlich nach unten gearbeitet. Und mein persönlicher Tiefpunkt kam dann bei der vorolympischen Weltmeisterschaft in Italien. Im Fechten ist es so, die Top 16 der Weltrangliste sind vom Qualifikationstag befreit. Und ich war zu dem Zeitpunkt schon über 10 Jahre immer unter diesen Top 16, meistens unter den Top 5. Durch diese Qualifikation, Anfangsphase und meine Hand bin ich genau zu den Weltmeisterschaften nicht auf Platz 16 gewesen, sondern ein Punkt, dummerweise auch noch genau hinter meiner Mannschaftskollegin, mit der ich mich damals nicht gut verstanden hatte, auf Platz 17. Und ich habe diese Erfahrung überhaupt eben jahrelang nicht machen müssen, dass ich mich durch eine Qualifikation habe durchfechten müssen. Und dann kam dazu, dass ich, das ging mir natürlich voll gegen die Ehre, ich habe mich ein bisschen geschämt, dass ich da überhaupt antreten musste und ich hatte gleichzeitig Angst, dass ich genau da versagen könnte. Und ich habe zumindest mir eingeredet gehabt, dass mir das bestimmt der ein oder andere auch nicht gönnt oder sich freut, wenn ich es eben nicht schaffe. Und dann ist es auch tatsächlich genauso gekommen. Dann dazu noch schlecht geschlafen, wie es dann so ist. Dann hatten wir noch Mücken im Zimmer und dann habe ich, dann kommt alles zusammen. Bauchschmerzen gehabt, am nächsten Morgen auf die Bahn. Es ist bei uns so, wir müssen dann 6 Gefechte, also wir haben eine Gruppe aus 6 Fechtern und jeder muss gegen, also 7 Fechter und jeder muss gegen jeden antreten. Ich war ja die Bestgesetzte an dem Tag. Wenn Sie sich erinnern können, als 17. war ich ja die erste Fechterin, die auf die Bahn musste. Das heißt, ich hatte einige in meiner Gruppe, die teilweise überhaupt gar nicht auf der Weltrangliste standen. Die sind dann beziffert mit 999. Also ich habe als Nummer 17 gegen 999, das war ein Mädchen aus dem Kongo, angetreten, auf 5 Treffer gefochten, nach 30 Sekunden 5-1 verloren. Also ich. Das ist, manchmal hasse ich meinen Sport. Also das ist wirklich, bei uns ist das leider möglich. Aber ich habe genau mit, also damit habe ich auch weitergemacht. Ich habe leider ein Gefecht ums nächste verloren, weil ich auch immer mehr Angst bekommen habe und ich hatte tatsächlich da das erste Mal in meinem Leben so eine Art Blackout. Nur, bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich einfach die Erfahrung gemacht im Leben, wenn man alles gibt, wenn man sich voll reinhängt, am Ende geht es immer doch irgendwie gut. Ich habe keine andere Erfahrung gemacht und irgendwie habe ich gedacht, wenn ich jetzt gleich auf das Ergebnischart gucke, vielleicht ist ein Wunder passiert und dann gehe ich dahin. Gucke, nächste Seite leider, gucke, Heidemann, war ich 7. Letzte. Ich bin bei diesen Weltmeisterschaften 128. geworden, auch das eine gute Leistung. Ich bin aber natürlich in dem Moment da überhaupt nicht drüber glücklich gewesen, sondern ich bin wirklich zusammengebrochen. Ich habe mich, Sie müssen sich das so vorstellen, man hat das Ergebnischart, dahinter ist so eine Art Mixzone mit vielen Presseleuten, ARD, ZDF und alle da. Da habe ich mich so weggeduckt und bin einfach aus dem nächsten Notausgang raus.
ganz schnell musste ich weg und da habe ich bitterlich angefangen zu weinen. Und habe mir gesagt, ich gehe nie wieder, in dem Moment habe ich gesagt, ich gehe nie wieder auf die Fechtbahn. Oder ich, das so etwas, so eine Erfahrung möchte ich einfach nicht nochmal haben. Vielleicht ahnen Sie schon, wohin die Reise geht. Ich habe einfach in dem Moment und auch in den Monaten davor einfach immer mich selber nur bemitleidet gehabt. Und es ist einfach so, man fängt an, wenn man schlecht wird oder schlechter wird, die Schuld anzufangen, immer auf andere zu schieben. Und auch in dem Moment, wo ich da draußen stand und weinte, war das genauso. Da waren der Trainer schuld, die anderen schuld, das Wetter, die Uhrzeit, die Mücken. So, also das, man wird ja völlig erfinderisch. Und das, ich wette, dass das jeder hier im Saal auch kennt. Wenn man sich einmal in dieser Abwärtsspirale befindet und wenn man einmal anfängt, weil das ist ja für einen selber auch viel angenehmer, die Schuld irgendwie auch schön auf die Schultern der anderen zu verteilen, man selbst ist ja nicht verantwortlich, dann bohrt man sich damit aber leider immer weiter nach unten. Und die Wahrheit ist ja relativ einfach, immer in solchen Situationen. Es ist immer Luft nach oben, dass man selber etwas besser performen kann oder dass man selber Dinge bewegen kann. Und so war es natürlich auch in dem Fall. Aber Problem war, ich habe mich da einfach so richtig schön, also ja, so eingelebt in meinem Selbstmitleid und habe überall rumgeheult und genörgelt und ja, und dann habe ich glaube einfach in solchen Momenten braucht man Vertrauenspersonen um sich herum. Das haben Sie sicherlich auch, Leute, an denen Sie sich spiegeln. Und ich hatte zum Glück meinen Bruder, mein jüngerer Bruder, der Gerrit, 1,5 Jahre jünger, der immer mein engster Berater war und ist. Und der hat sich auch das immer geduldig angehört und Ratschläge gegeben. Und dann irgendwann hat er gesagt, ich muss dazu sagen, in dem Moment, wo ich diesen 128. Platz eingefahren habe, habe ich gerade mein Buch veröffentlicht, Erfolg ist eine Frage der Haltung. Also, um der Dramatik noch ein bisschen mehr Dreh zu geben, war das natürlich noch unangenehmer. Ja? Und dann hat er gesagt, so, Britta, jetzt reicht's. Diese ewige Litanei darüber, wie wenig du beeinflussen kannst und wie ungerecht die Welt ist, also ich kann es nicht mehr hören. Lies dein verdammtes Buch, guck dir mal deine Kapitel über Flexibilität und Pragmatismus und die ganzen großen Reden, die du da schwingst, lies dir das mal durch und dann rufst du wieder an. Und hat tatsächlich aufgelegt. Muss ich wahrscheinlich nicht dazu sagen, dass ich nicht sofort gedacht habe, ja, der Mann hat recht, sondern mich dann erstmal noch bestimmt so eine Woche lang selbst bemitleidet habe, dass selbst mein Bruder jetzt nicht mehr hinter mir steht. Aber die Worte haben selbstverständlich dann irgendwann Wirkung gezeigt. Und er hatte ja recht und ich habe einfach angefangen nachzudenken, wie das bei mir bisher mal funktioniert hat. Es ist einfach so, im Leben gibt es immer Phasen oder Wellen, in denen man erfolgreich ist oder erfolgreich sein kann und dann gibt es Phasen, in denen man einfach nicht alles aus sich herausholen kann. Und die Kunst ist es ja eigentlich nur das, zu steuern, dass man in den Phasen, wo man viel leisten kann, dass das die Phasen sind, wo man viel leisten muss. Und dass in den Phasen, nach dem Jahresabschluss bei Ihnen hier vielleicht bei der Sparkasse, dass man sagt, und dann habe ich so, was weiß ich, mal ein, zwei Wochen, da kann ich so ein bisschen durchhängen lassen. Steffi Neres habe ich eben gesehen, die kennt das wahrscheinlich auch, dass man auf eine Weltmeisterschaft hinarbeitet und bis dahin auch der Körper durchhält und danach wird man krank vielleicht. Das ist also diese, dann muss man sich einfach erstmal wieder regenerieren und dann geht das Ganze weiter. Und dann habe ich mir als nächstes überlegt, was sind denn eigentlich immer meine Erfolgsfaktoren gewesen? Beziehungsweise, und ich hab gemerkt, dass ich einfach seit 2008, seit meinem Olympiasieg, eben diese Phasen überhaupt nicht mehr mitgemacht habe. Sondern ich habe immer nur weiter versucht, auf irgendwie 150% zu fahren. Mit weiter Wettkämpfe gemacht, tausende Veranstaltungen, Events. Das war ja alles ganz neu für mich mit dem Olympiasieg in China. Und ich habe einfach keine Pause gemacht. Und ich musste mir eingestehen, ich war psychisch und physisch einfach komplett am Ende in einer Phase, wo ich normalerweise hätte erholt reingehen müssen. Und dann habe ich mich daran erinnert, was meine Erfolgsfaktoren bis dahin immer gewesen sind. Und das erste ist Innovation, der ständige Wandel, um motiviert zu bleiben. Entweder kommt er von außen, wie jetzt in den Unternehmen mit Digitalisierung, oder man sagt sich selber, ich muss mich jetzt mal neu erfinden, damit ich einfach weiter den Dampf behalte und motiviert bei der Sache bin. Und ich hatte damals auch einfach immer so diesen gleichen Trott nur weitergemacht und vorher mich immer wieder ein bisschen neu erfunden gehabt.
Und das Zweite finde ich noch viel wichtiger, und ich glaube, dass mein Vorteil im Sport immer war, dass das viele andere falsch gemacht haben und in der heutigen Zeit, glaube ich, auch immer schwieriger wird. Und das ist Mut. Mut wofür? Für Pausen. Warum braucht man dafür Mut? Weil Pausen oder Auszeiten immer Zeit kosten. Und das haben wir, meinen ja immer, wir haben keine Zeit. Die Wahrheit ist die, zu absoluten Spitzenleistungen gehört die richtige Balance, das heißt also die richtige Regenerationszeit, einfach zwingend mit dazu, aus meiner Sicht. Und wenn man das clever gestaltet, dann hat man einfach einen unglaublichen Vorteil anderen gegenüber. Ich sage immer, also man muss ordentlich essen und schlafen, Sport treiben und sich auch mit Freunden treffen. Das heißt, mal ein bisschen den, so ein bisschen Wind durch den Kopf gehen lassen. Lachen schadet natürlich eh nicht, aber wenn ich zum Beispiel morgens aufstehe und nichts esse und dann zum Training gehe, dann sehe ich doppelt. Es geht ja auch darum, dass man sich konzentrieren kann. Wer nicht schläft, ist unkonzentriert. Wer seinen Körper nicht auflädt mit Nahrungsmitteln, auch der hat eine ziemlich kurze Aufmerksamkeitsspanne. Das heißt, wer sich gekonnt und gezielt diese Freiheiten nimmt, hat am Ende mehr davon, als wenn er einfach durcharbeitet. Also meine Eltern haben mir damals beigebracht, wenn ich krank war, wurde ich sofort zu Hause behalten. Habe ich manchmal geweint, dass ich nicht zum Training durfte. Aber die Logik dahinter ist eigentlich ziemlich effizient gewesen. Meine Eltern haben gesagt, wenn ich zum Training krank gehe, ja, dann werde ich unter Umständen dadurch noch krank, habe sowieso keinen Trainingseffekt und trainiere eine Woche, zwei Wochen dann eben krank, weil die Krankheit sich länger hinzieht, als dass ich ein, zwei Tage zu Hause bleibe und dann wieder mit 100% weitermachen kann. Und das habe ich relativ früh verinnerlicht und muss sagen, mit dieser Mehrpausentaktik bin ich, glaube ich, effizienter und erfolgreicher gewesen in mehreren Bereichen als viele meiner Kollegen. Und Selbstverantwortung ist natürlich ein ganz großes Stichwort. Man muss einfach irgendwann an den Punkt kommen, wo man Entscheidungen trifft. Und an dem Punkt war ich damals eben auch. Also ich musste irgendwann mich dafür entscheiden, mache ich etwas anders oder lasse ich sein. Und ich wusste ganz genau, wenn ich alles so belasse, wie ich jetzt hier gerade so vor mich hinschwimme, habe ich null Chance, mich für Olympia zu qualifizieren. Also und vielleicht auch einfach aus der Angst heraus, vielleicht irgendwas zu verändern, so lieber weiterschwimmen, als dass ich was verändere. Und ich habe damals den Weg gewählt, dass ich gesagt habe, ich muss einfach einen radikalen Schnitt machen. Ich habe Events abgesagt, ich habe mit meinem Team gesprochen, wir haben uns überlegt, so was ist unser Ziel, Olympia, ja, wollen wir, okay, es gibt keine anderen außer uns vier, die das schaffen können, okay, dann reißen wir uns zusammen und machen das. Und ich habe mich für einen radikalen Schritt entschieden, ich habe mich an meiner Fechthand operieren lassen. Es muss natürlich nicht immer so ein radikaler Schritt sein, aber das hat in meinem Fall eben gut gepasst, weil das war für mich so eine Art Reset-Button, den ich da habe drücken können, weil ich auch einfach mal ein paar Wochen raus war. Meine Fechtkollegen und auch die Trainer, die waren nicht ganz begeistert. Die haben gesagt, das ist ganz, ganz eng. Eine ganz enge Nummer, die du hier veranstaltest. Nur, wie gesagt, ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt nichts ändere, oder das ist meine einzige Chance, dass ich das noch schaffen kann. Und dann, dank der Ärzte-Teams, bin ich nach 8 Wochen wieder angetreten, aber eben komplett erholt tatsächlich. Ich habe einfach mal diese ganze Fechtwelt, die ganzen Gedanken, die Sorgen daran hinter mir lassen können, habe viel analog trainiert mit den Leichtathleten und habe einfach auch wieder viel, viel mehr Motivation gehabt. Und zurück auf der Fechtbahn lief es dann, oh Wunder, oder eigentlich gar kein Wunder, plötzlich wieder besser. Und dann haben wir uns immer weiter fortentwickelt und standen dann im letzten Wettkampf April 2012 in Paris dem letzten entscheidenden Wettkampf gegenüber und hatten noch so ungefähr 5% Chance. Das war wirklich nicht so viel, wir waren relativ weit hinten noch, aber wir wussten, wenn wir mindestens Bronze machen, dann sind wir 2012 trotzdem noch dabei. Und dann haben wir uns tatsächlich von Mannschaftskampf zu Mannschaftskampf zu Mannschaftskampf vorgekämpft und standen dann im Bronzematch gegen die damals Weltranglisten ersten, die Italiener. Und dann ist es im Fechten so, wir fechten 3 auf jeder Seite, 3 jeder gegen jeden, also 3x3 sind 9 Gefechte, immer auf 5 Treffer, das ist als Staffette gefochten, wie beim Staffellauf, das heißt, das wird immer so hoch addiert, das heißt 45 Treffer werden am Ende gefochten. Jedes Gefecht dauert 3 Minuten.
Und irgendjemand muss natürlich in den sauren Apfel beißen und zum Schluss das Ding dicht machen wie der letzte Elfmeterschütze. Und dann weiß ich, wie wir da so wie die Hühner auf der Stange saßen, alle aufgeregt und jeder bibberte da so alleine vor sich hin. Und unser Trainer meinte, letztes Gefecht, Britta. In dem Moment war ich nicht begeistert, dass mein Name fiel, weil ich wusste, jetzt bin ich dran. Ich muss uns zu Olympia bringen. Es ist meine Verantwortung, ob wir das jetzt schaffen oder nicht. Und vor lauter Sorge, dass ich das vergeigen könnte, habe ich in meinen ersten beiden Gefechten unglaublich vorgelegt. Und die anderen haben mitgezogen. Und im letzten Gefecht stand ich dann da mit 5 Treffern Vorsprung. Und meine letzte Gegnerin ist auch so ein 1,80 Meter große Italienerin, total feurig, da hat die sich schon, die hat schon geschrien, bevor das Gefecht losging, so motiviert war sie. Da habe ich gesagt, mein Gott, ihr seid doch schon qualifiziert, aber nee, die wollte unbedingt, dass wir nicht bei Olympia dabei sind. Und auf jeden Fall, wir gehen an die Startlinie, fertig, los. Also ich gehe mit 5 Treffern Vorsprung da rein, 3 Minuten Zeit. Nach 20 Sekunden sind schon 2 Treffer gegen mich gefallen. Und dann hatte ich nur noch 3 Treffer Vorsprung. Und ja, also ich muss sagen, also ich erkläre mal ganz kurz das Fechten. Das machen wir übrigens auch gleich. Also Sie können sich schon mal überlegen, wer mit wem noch eine Rechnung offen hat. Es gibt Degen, Florett und Säbel. Ich fechte Degen. Da ist die Trefferfläche Kopf bis Fuß. Einzige Regel ist, wer trifft, der trifft. Und in einer Viertelsekunde gleichzeitig, wenn da getroffen wird, dann fällt ein Doppeltreffer. Das heißt, in meiner Disziplin ist es ist ein bisschen wie im Mittelalter, Pizarro, D'Artagnan, wer jemanden verletzt, verletzt jemanden. Da kann man auch nicht sagen, ja, habe ich nicht gewollt oder das war jetzt ja nur Zufall, ich wollte jetzt leider nicht die Ader aufschneiden oder so. Aber auf jeden Fall, das heißt, bei uns ist es wirklich unglaublich wichtig, sich hoch zu konzentrieren, um diesen Einzeltreffer zu machen. Und wenn man einmal nur ein bisschen aus dieser Konzentration gerät, dann ist da so eine Kaskade nach unten, in der man sich verfängt. Und in diesem Zustand war ich auch da. Also ich habe einen Treffer bekommen, noch einen Treffer bekommen und hätte ich da nichts geändert, hätte ich wahrscheinlich mit mehreren Treffern Rückstand verloren. Was ich dann gemacht habe, ist tatsächlich einfach mir ein bisschen Zeit zu nehmen. Wir haben so eine 14 Meter lange Fechtbahn und dann bin ich hin zu meiner Schlusslinie gelaufen und wieder nach vorne und da habe ich mir noch mal überlegt, sag mal, ich wollte doch genau diesen Zustand haben. Ich habe alles daran gesetzt, dass ich hier noch die Chance auf Olympia habe. Ich habe mich die letzten Monate abgequält, Tränen vergossen, Operationen hinter mich gebracht und verdammt noch eins, wenn jemand bewiesen hat in den letzten Jahren, dass er mental stark ist, dann bin das doch ich. Ich habe doch einfach schon ganz viele solcher Meisterschaften gewonnen gehabt. Und dieses positive Selbstgespräch, ich weiß nicht, der eine oder andere wird das vielleicht auch mal aktiv oder bewusst wahrgenommen haben, das ist unglaublich wichtig. Im Sport, wir reden auch von Ritualisieren, man hat vor gewissen Dingen immer einen gewissen Ablauf, man bereitet sich immer ähnlich vor und das gibt einem Sicherheit. Und genau das konnte ich an diesem Tag dann wieder auf das Parkett bringen, weil das ist etwas, was einen stärkt. Nicht irgendwie, dass man einmal in seinem Leben in einer herausfordernden Situation war, sondern dass man sich dem immer wieder ausgesetzt hat. Und das machen wir im Fechten ja sowieso tagtäglich, Sieg und Niederlage aussetzen. Und ich habe mir einfach nochmal ins Gedächtnis gerufen, dass das genau das ist, was ich ja 20 Jahre lang trainiert habe. Mich immer wieder einer Situation auszusetzen, die völlig unkomfortabel ist, völlig unangenehm ist, wenn man einem Gegner gegenüber steht, der genauso wie man selber gewinnen möchte, der besser sein möchte, der einen noch überholen möchte. Und wenn man dann die Angst kriegt, hoffentlich geht es nicht noch schief, kurz vor der Schlusslinie. Und das habe ich mir gesagt, während ich da auf und ab gegangen bin, mich nochmal zusammengerissen und dann die letzten 2 Minuten 30 gut über die Bühne gebracht. Und damit haben wir uns tatsächlich gegen alle Chancen und Erwartungen für London 2012 qualifiziert. Ich dachte in dem Moment, jetzt habe ich dieses Jahr diese dramatische Quali hinter mich gebracht mit einem glücklichen Ende. Schlimmer kann es nicht kommen. Und weit gefehlt. Ich weiß, dass ich bei großen Wettkämpfen mich immer besonders gut im Griff habe. Aber natürlich sind Olympische Spiele Olympische Spiele.
Und ich glaube, ich hätte mich auch, also es wäre nicht schlimm gewesen, wäre ich da ein bisschen früher auch ausgeschieden, weil ich einfach nur glücklich war, dass ich dabei war. Und dann habe ich aber tatsächlich an dem Tag jedes einzelne Gefecht mit einem Treffer gewonnen. Das erste Gefecht, das zweite Gefecht, das dritte Gefecht. Und dann stand ich im olympischen Halbfinale meiner koreanischen Gegnerin Shin Alam gegenüber. Ich habe dazu ein Video mitgebracht. Ich muss das kurz erklären. Was ist passiert? Wir haben im Einzel, fechten wir auf 15 Treffer, 3x3 Minuten. Und es gewinnt der, der entweder als erster 15 Treffer hat oder wer mehr Treffer hat nach Ablauf der 9 Minuten. 3x3 Minuten, 9 Minuten. Wenn Gleichstand ist, gibt es eine Zusatzminute, wo der gewinnt, der den nächsten Einzeltreffer macht. Wenn kein Einzeltreffer fällt, gewinnt der, der vor der Zusatzminute als Sieger gelost wurde. Verstanden? Und auf jeden Fall, da fragen wir uns jetzt noch, warum es diese Regel gibt. Die gibt es, glaube ich, in keiner anderen Sportart, aber das ist so. Also es wird ein Sieger gelost, falls es kein Einzeltreffer ist. Ich habe ja erklärt, es gibt ja Doppeltreffer bei uns. Jedenfalls hatte die Koreanerin den Vorteil und ich musste den Einzeltreffer setzen und ich habe nur Doppeltreffer gemacht und dann sehen Sie hier, was passiert. Sei es wie sei, Britta Heidemann muss auf jeden Fall einen Treffer setzen. Sie muss die Aktivere sein, sie muss den Treffer setzen, der Nächste entscheidet. Halbe Minute, ich habe Gänsehaut. 20 Sekunden, es wird eng. Britta Heidemann muss kommen, muss kommen. Sie muss die Aktion jetzt fechten. Sie muss! Es verbleibt noch eine Sekunde. Es verbleibt noch eine Sekunde. Ist das ein Wahnsinn? Nur noch diese eine Aktion. Nur noch diese eine Aktion für Britta Heidemann. Nur noch diese eine Sekunde. Wie lange eine Sekunde werden kann, sehen wir jetzt. Und es gibt noch eine Chance. Flash drauf und treffen. Ihr braucht es also auch etwas Glück, um nur die rote, die linke Lampe anzumachen. Sehen wir rot, liebe Freunde? Sehen wir rot? Was ist denn das? Was ist denn das? War das die rote Lampe? Warten wir auf die Entscheidung, warten wir darauf. Wir brauchen noch die Bestätigung des Kampfgerichtes, wir brauchen sie noch. Es gibt einen Videobeweis. Jetzt haben wir es offiziell. Jetzt 6:5 gewinnt Britta Heidemann das Halbfinale und zieht damit ins olympische Finale ein. Also es ist tatsächlich so, ich glaube nicht, dass das Zufall war, dass dieser Treffer am Ende noch gefallen ist. Aus diesem Jahr der Qualifikation habe ich tatsächlich mitnehmen können, es ist erst zu Ende, wenn man es über die Ziellinie geschafft hat oder irgendjemand sagt, es ist vorbei. Und dieses habe ich auch genau in diesem Gefecht angewandt. Ich habe mich damit nicht beschäftigt, hat irgendjemand, wer nimmt die Zeit oder dies oder das. Ich habe das auch überhaupt nicht verstanden, was genau los war. Ich habe mir nur vorgenommen gehabt, ich mache so lange weiter, bis mir jemand sagt, jetzt ist aus. Und deswegen habe ich angegriffen und nochmal angegriffen und nochmal angegriffen. Und ich habe mir, haben Sie übrigens meinen Trainer gesehen, der so grimmig geguckt hat, ja, wenn ich jetzt hier ohne, wenn ich jetzt per Losentscheid hier um eine olympische Medaille verliere, dann kann ich auch sofort direkt in die andere Richtung wegrennen. Und ich habe auf jeden Fall mich einfach nicht davon ablenken lassen. Und in der Sportpsychologie sagen wir auch, das ist der Flow. Ich war einfach voll drin, ich habe nicht mitdiskutiert, ich habe einfach nur der Dinge gehabt, die geschehen und ob ich noch eine Chance bekomme oder nicht. Ich hätte beides akzeptiert. Aber ich habe einfach mit diesem ganzen olympischen Zyklus einfach mitgenommen. Man muss nicht immer die besten Voraussetzungen haben, um absolute Top-Leistungen abliefern zu können. Und ich habe gelernt, es genügt halt nicht 80% zu geben oder 90% der Zeit 100%, sondern man muss einfach gucken, dass man das Ganze auch bis über das Ziel hinausträgt. Und noch habe ich in den letzten Monaten vor Olympia wieder das gehabt, was ich da immer hatte. Ich glaube einfach wirklich an Spaß, an Herausforderungen. Herzlichen Dank und jetzt fechten wir noch. Auszusuchen. Es darf es
du hast einen Rock an, ach, dann nehmen wir sie, sie sind die... Um Gottes Willen! Daniela Rusch. Liebe Daniela, herzlich willkommen, danke fürs freiwillig Mitmachen, haben wir Nummer eins. Und dann brauchen wir noch einen Kandidaten, den sehe ich doch hier vorne, der hat eben schon so nett mir zugewunken. Herzlich willkommen, Sie sind der... Und der Dieter. Einmal auf die Bühne bitte mitkommen. Sie gucken einmal zu, mit Ihnen mache ich vor, einmal Jackett ausziehen bitte. Im Fechten müssen wir uns von oben bis unten sicher kleiden. Wie Sie sich vorstellen können, wir fechten nämlich normal mit dem rechten Fuß bitte durch die Schlaufe. Rechter Fuß, ja, rechter Arm durch den, sehr gut. Das ist wie Zwangsjacke, nur umgekehrt. So, und bitte einmal eigenständig zumachen, wenn es geht. Klappt das? Wunderbar. Das ist richtig Kevlar-Stoff, das ist wie bei der Polizei, also kugelsichere Weste mehr oder weniger. Dann gibt es noch einen, haben wir es? Ja, genau. Nö, atmen müssen wir nicht. Genau, das ist auch eine Frauenweste, das ist auf Taille geschnitten. Alles klar, dann sind wir verpflichtet, an der Fechthand einen Handschuh zu tragen. Im Übrigen bei Ihnen, also wir Frauen müssen einen Brustpanzer tragen, die Männer dürfen einen Tiefschutz tragen, entscheiden sich in der Regel dagegen und dann ist das Gejammer nachher immer groß. So, einmal nur geradeaus gucken. Das ist eigentlich mit das Interessanteste. Ist das Kinn drin? Drin, super. So, und was ich hier in der Hand habe, das ist, kommt gleich. Das sind 1,10 Meter Stahl. Ich habe das jahrelang, habe ich Kandidaten mit Stahldegen fechten lassen. Aber in der Regel ist es so, wenn man gerade den Herren Degen in die Hand drückt, dann fangen die sofort an zu fechten. Und dann wird es schnell gefährlich. Vor allem für mich. So, wir machen das jetzt mal. Also ich fechte mit Stahldegen. So, also 90 Grad, rechter Fuß nach vorn. In die Richtung, genauso wie ich. Genau, einen Schritt nach vorn und in die Hocke. Sehr gut. Festhalten. Sehr gut. Genau andersrum. Ja, so. Ja, ja. Spielen Sie Golf? Nein. Bisschen locker. Alles klar. So, ich mache das jetzt einmal vor. So, das ist ein gerader Stoß. Jetzt dürfen Sie mal... Zustoßen! Mit ein bisschen mehr Schmackes. Nochmal. Hopp. Arm strecken. Sehr gut. Wieder zurück. Hechtstellung. Nochmal. Arm strecken. Wieder. Arm strecken. So, nochmal zurück. Und noch einmal. Sehr gut. So, und jetzt? Verteidigen Sie sich einmal. Und so. Also, das ist das, was eigentlich immer passiert. Wahrscheinlich auch aus den ganzen Filmen, Zorro, D'Artagnan und wie sie da alle heißen. Da wird ja immer nur nichts machen, da wird immer nur pariert. Pariert, Fechtstellung, bitte. Ja, das gibt gut Muskelkater, das ist gute Übung. So, wird immer pariert, 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 aber leider nie zugestoßen. Aber natürlich geht es ja am Ende darum, den anderen zu treffen. Das heißt, wir machen eine Parade. Nichts machen. Eine Parade. Und stoßen dann zu. So, das üben wir nochmal. Rechtstellung. So, nochmal. Rechtstellung. 90 Grad. Sehr gut. Runter. Jawohl. So, nochmal. Verteidigen. Und zustoßen. Sehr gut. Das machen wir nochmal. Und eins. Sehr gut. So, nochmal. So, haben Sie...
von hinten sehen hat, machen das mal ganz langsam vor, ganz langsam vor. Sie machen nichts. Ich strecke den Arm, er verteidigt und ich mache eine sogenannte Umgehung und treffe ihn. Das ist eine Finte, die ich gerade gemacht habe. Das dürfen Sie jetzt auch einmal üben und dann lasse ich Sie gegeneinander antreten. Armstrecken. Genau, ich pariere. Armstrecken. Alles klar. Hier. Herzlichen Dank. So, das ist einmal der Brustpanzer, den müssen Sie anziehen. Ich bin behilflich. Passt. So, einmal auch da rein. Rechter Fuß, da durch. Rechter Arm, durch die andere Schlaufe. Genau. Sehr gut. Also tatsächlich ist die Erfahrung, dass Frauen in der Regel besonnener sind. Tut mir leid, das haben wir schnell geregelt. Dass Frauen sehr viel besonnener sind, wenn es um die ersten Fechterfahrungen geht. Das heißt, ihre Chancen stehen nicht schlecht. Komm, Leute. So, jetzt kommt noch die Maske. Sitzt, einmal noch den Handschuh. Und auch Sie bekommen einen Pappdegen. Einmal Fechtstellung, vielleicht haben Sie das mitbekommen. Das ist mir auch noch nicht passiert. Fechtstellung ist ein Schritt nach vorne, 90 Grad, sehr gut. Ach, das sieht doch schon gut aus. Einmal zustoßen. Richtig. Nochmal. Und richtig stehen lassen den Arm. So, sehr gut. Wir machen jetzt drei Treffer. Diese Seite bitte ich für die Dame zu applaudieren oder anzufeuern. Und diese Seite bitte unterstützt. Geht ihr nochmal einen Schritt auseinander, bitte einmal ganz kurz. So. ja, so, ich juriere. Ich kann Schiedsrichter oben sein. Alles klar. Fertig. Und los. Paraderiposte von Ihnen, es steht 0-1. Ein bisschen weiter weg. Ihr dürft taktieren. So, ein bisschen weiter zurück, bitte. Zurück. Ja, fertig, los. Ui, sehr gut, das war ein Doppeltreffer. 1-2. So, man muss ein bisschen zurück, bitte. Ein bisschen zurück. Danke. Fertig, los. Oh, das war doch eine sehr erfolgreiche Taktik. Es steht 2-2. Und jetzt haben wir die Situation, letzter Treffer entscheidet. Fertig, los. Das war ein Doppeltreffer, ein letzter Versuch. Fertig. Zurück. Und los. Halt. Ja, ich meine, Sie waren ein kleines bisschen früher. Das heißt, das Gefecht endet ganz knapp mit 2-3. Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Wie hat sich's angefühlt? Super! Und ein bisschen geschwitzt auch, oder? Triefend nass. Ja, Fechten ist, glaube ich, eine der Sportarten, ihr dürft euch parallel ausziehen. Fechten ist eine der Sportarten, wo man wirklich anfängt zu schwitzen, ohne sich auch bewegt zu haben, weil wir eben von Kopf bis Fuß in dieser Sicherheitskleidung sind und weil wir ganz häufig, so wie hier, von den Strahlern angestrahlt sind. Sie haben das eben im Video gesehen, es ist überall dunkel und dann diese Scheinwerfer auf die Fechtbahn, da hat man schon gut 50 Grad in seinem Anzug drin, ohne dass man sich
bewegt. So, erste Fechterfahrung, wie war's? Spannend. Ja, wir sind auch für die diplomatischen Antworten bekannt. Ja, herzlichen Dank, dass Sie den Spaß mitgemacht haben und hoffentlich hat das einen guten ersten Eindruck gegeben. Dankeschön. Wir kommen aber tatsächlich auch noch etwas. Genau. Vielleicht nimmt man sich auf die Hand. Und ich habe noch ein kleines. Herr Schwarz, möchten Sie das machen? Ja, genau. Wir wollten zumindest den Mutigen, die das hier auf die Bühne gebracht haben, ein kleines Dankeschön sagen. Das ist tatsächlich das Buch, sage ich mal, zum heutigen Vortrag auch von Frau Heidemann signiert. Darf ich Ihnen erstmal überreichen. Sie haben jetzt gewonnen, wobei ich jetzt nicht ganz sicher bin, ob alles immer so fair zugegangen ist. Okay. Auch für Sie. Vielen Dank. Schön, dass Sie das mitgemacht haben. Vielen Dank. Ja. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, erstmal darf ich mich bei Frau Heidemann für einen wirklich sehr kurzweiligen, informativen und tiefen Einblick gebenden Vortrag bedanken. Frau Heidemann hat auch gesagt, dass sie natürlich jetzt auch noch gern für die eine oder andere Frage zur Verfügung steht, bevor wir dann gleich, ich sag mal, zum gemütlichen Teil übergehen. So, jetzt und wie jedes Jahr der oder die Mutige vor. Bitte. Hier vorne in der zweiten oder dritten Reihe. Für den Erfolg, was zählt in Prozent mehr? Disziplin oder Talent? Ja, das ist eine ganz beliebte und wahrscheinlich auch umstrittene Frage. Und ich beantworte sie wohl wie viele der erfolgreichen Athleten. Talent bringen viele mit. Aber sich durchzubeißen, das ist eigentlich das Schwierige. Und eigentlich gerade bei denen, die hochtalentiert sind, oder denen fällt es schwieriger, sich eben auch für Dinge anzustrengen. Das heißt, man hat relativ selten die Kombination von Talent und eben dieser Disziplin, die aber zwingend zusammengehört, um am Ende in der Weltspitze zu landen. Das heißt, mit Talent allein kommt man, glaube ich, in einigen Bereichen, ob es jetzt in Mathe oder Musik oder Sport ist, immer im guten Mittelmaß an. Und dann geht es aber nicht viel weiter, weil man in der Jugend schon gelernt hat, dass alles so mit links geht. Ich persönlich habe wahrscheinlich beides mitgebracht, aber das Glück gehabt, dass ich immer in ganz starken Trainingsgruppen war. Und ich bin relativ früh zum Nationalmannschaftstraining gekommen, wo ich wirklich noch ein kleiner Pin war. Ich war immer die Schlechteste, obwohl ich von den Kleinen die Beste war. Nur meine Trainer waren clever genug, mir das überhaupt nicht zu sagen. Das heißt, ich hatte immer diesen Antrieb, weil ich gedacht habe, es muss ja noch besser gehen. So, und das, ich glaube, das muss halt einfach schon zusammenpassen. Ja, weitere Fragen? Ich sehe hier drüben auf der linken Seite eine Dame. Ich habe nur eine Frage, und zwar erfährt man im Nachhinein dann, wie das los gewesen wäre? Also wenn man, Sie sagten ja, es wird gelost, wenn man diese Nachspielzeit, sage ich mal, wenn das wieder unentschieden ist, wer gewinnen würde oder weiterkommen würde? Das weiß man, also das weiß man, bevor die Zusatzminute losgeht. Ja, ja. Also man weiß, wer den sogenannten Vorteil hat, und dann kann man, daraus kann man auch ablesen, wer sich mehr anstrengen muss, um diesen Treffer zu ergattern. Das ist eigentlich ein Vorteil dann jetzt in dem Fall für Sie gewesen, weil Sie wissen, Sie müssen irgendwas tun, oder ist wirklich der Vorteil, dass jeden, der ja gefühlt 1-0 dann führt? Auch das ist absolute Charakterfrage. Also normalerweise sagt man, dass der den Vorteil hat, der den Sieg sicher hätte. Ich persönlich habe das nie als Nachteil empfunden, als besonderen Nachteil empfunden, nicht diesen Vorteil zu haben, weil das bedeutet, dass man aktiv sein muss oder dass man sich anstrengen muss. Und so ist das ja auch im Leben, wenn man nicht aus dem Quark kommt oder einfach nur verteidigt, wenn man versucht, irgendeinen Stand zu halten, selbst egal in welchem Bereich, dann gerät man eben in diese Defensive auch und kann sich nicht so gut verkaufen, wie wenn man gezwungen ist, einfach aktiv was zu machen. Das heißt, mir ist das im Grunde immer lieber, wenn ich handeln kann. Man sagt ja im Übrigen auch, dass selbst wenn man nicht weiß genau, was man für ein Ziel verfolgt, dass man mit irgendeinem Ziel, was man meint, es könnte in die richtige Richtung gehen, anfängt, einfach damit man den Motor zum Laufen bringt. Und wenn man einmal drin ist,
dann kann man von da auf den ganz richtigen Weg vielleicht finden. Aber das heißt, so ein bisschen aktiv sein ist immer eine richtige Idee, denke ich. Ja, noch Fragen von Ihnen? Ah, direkt vorne. Eine Frage wäre, wie viele Stunden eines Tages haben Sie sich mit Fechten beschäftigt, um die Leistung abrufen zu können? Und wenn das dann irgendwann aufhört, das Sportlerleben, wo man das, wenn man das ganze Leben eigentlich durch den Sport geprägt war, fällt man eigentlich in ein Loch. Erstmal, weil es ja wahrscheinlich sehr intensiv ist, sehr viele Stunden, die Stunden werden Sie mir gleich sagen, und dann gibt es plötzlich nichts mehr. Das ist im Endeffekt wie ein normaler Job, wie ein normaler Bürojob, das ist das ganze Leben. Also ich habe die meiste Zeit mit und um den Sport herum verbracht und es ist tatsächlich so, ja, ganz viele Sportler, inklusive mir, haben Schwierigkeiten in der Transformationsphase. Und ich hatte das Glück sogar auch noch, dass ich meine Karriere lang immer was parallel gemacht habe mit dem Studium und was weiß ich, Vorträge, Auftritte, das habe ich auch schon lange gemacht. Dennoch habe ich das alles eben zusätzlich gemacht und was mir dann gefehlt hat an Training, Trainingszeit, Wettkampfzeit, das ganze Umfeld. Also das ist schon erstaunlich, dass wir als Sportler die außergewöhnliche Situation haben, zwei Leben hintereinander zu leben. Und da muss man sich einfach einmal völlig umorientieren und das ist eine schwierige Zeit. Im Sport ist es ja üblich, dass wir uns von Sportpsychologen auch über die Karriere begleiten lassen. Das, also seit ich auf jeden Fall beim Sport dabei bin, hat sich das schon etabliert gehabt. Und dadurch, ich glaube, das fällt vielen schwer, sich einfach auch da psychologische Unterstützung zu holen, fällt uns das nicht so schwer. Und das ist einfach nur so ein zusätzliches Werkzeug, was man heranziehen kann, wenn man sich umorientieren möchte. Und das hat mir auch sehr gut geholfen. Ich glaube, hier hinten ist noch eine Frage. Ja, Stefan Hellel, bitte. Guten Abend, Frau Heidemann. Ich habe eine Frage. Sie haben eben von der, hier bin ich, Sie haben eben von der Ritualisierung gesprochen, wie wichtig das ist, auch vom Wettkampf, um auch in den Flow zu kommen. Jetzt gibt es ja immer Situationen und auch im alltäglichen Leben, wo diese Ritualisierung nicht möglich ist, wo man in eine Situation geworfen wird, weil es die Situation eben hergibt. Haben Sie dafür sich auch solche Strategien entwickelt? Genau für solche Situationen hilft das, dass man sich einfach immer ähnlich vorbereitet. Also man kann, egal wie ein Meeting läuft, sage ich jetzt mal, weiß man oder man ist einfach sicherer, auch da, egal in welchem Bereich, wenn man gewisse Dinge vorher macht. Also das heißt, man kann sich inhaltlich zum Beispiel vorbereiten, dann der eine, der geht vorher nochmal seine Unterlagen durch, der andere ruft nochmal den Ehepartner an, der nächste, was weiß ich, macht irgendwas anderes. Aber einfach, wenn man sich durch das ganze Setting, kann man sich in solchen Situationen, finde ich, schon ganz gut auf diese Drucksituation einstellen. Weil dieses Unvorhersehbare, das kommt ja eh noch dazu und macht einen noch nervöser. Und man kann das ein bisschen runterleveln, indem man sich mit diesem ganzen, also man kann sich das auch kreieren. Das ist das, was wir bei Wettkämpfen auch gemacht haben, dass wir einfach, ich habe mich immer zur gleichen Zeit aufgewärmt, egal wann ich dran war. Und also einfach, dass man so diese Sicherheit, egal wo ich bin, wann ich das mache, ich habe so ein gewisses Portfolio an Dingen, die mir so Sicherheit geben. Und ich weiß, ich bin gut vorbereitet. Und Vorbereitung ist übrigens da eher das beste Stichwort. Mich fragen manchmal Leute, ja, wie werde ich mental stark? Nur, mentale Stärke reicht halt nicht. Wenn ich eine Mathe-Klausur schreibe und die Formeln nicht gelernt habe, dann kann ich mental stark sein, wie ich möchte, schreibe trotzdem eine 6. Und das ist etwas, was man nicht vergessen darf. Das, also inhaltliche Vorbereitung gehört dazu. Und am besten über die Maßen, damit man in der Situation, wenn es eben mal kritisch wird, dass man dann nicht vor lauter Nervosität zusammenbricht. Das heißt, man muss sich immer mehr vorbereiten, als man denkt, dass man muss, damit man in der Situation sicher ist. Ja. Okay, Frau Buchner. Ja, hallo, vielen Dank für diese Eindrücke. Ich finde es bemerkenswert, dass Sie auch die chinesische Sprache gelernt haben und China, vielleicht haben Sie da kein Test, Eindrücke oder wie Sie jetzt, wann haben Sie das noch geschafft und vielleicht mal so ein paar, so dazu zu China, Ihre ja, Eindrücke oder so, Ihre paar Gedanken. Ich habe
Und wir haben als Familie damals eine Reise gemacht nach Hongkong zu einem neuseeländischen Freund. Und der hat uns mitgenommen als Familie im Urlaub nach Südchina. Und wir fanden das als Familie total beeindruckend. Land, Leute, Sprache, Kultur. Als wir aus diesem Urlaub wiederkamen, wollte mein Bruder unbedingt in die chinesische Sprachschule gehen. Und da bin ich als große Schwester natürlich mit. Und konnte ja nicht sein, dass mein kleiner Bruder mehr kann als ich. Und auf jeden Fall habe ich mich dann in der 11. Klasse entschieden, zum Auslandsaufenthalt nicht, wie die anderen, das war irgendwie Amerika und England war in. Ich wollte unbedingt nach Peking. Ich fand das immer toll, was anderes zu machen als die anderen. Und ich fand Peking total spannend und besonders. Und dann war ich mit 15 da ein paar Monate in Peking auf einer chinesischen Schule und habe mich danach im Abi entschieden, Chinesisch und BWL auch zu studieren. Und das war ein absoluter Zufall, dass genau in dem Jahr die Olympischen Spiele nach Peking vergeben worden sind. Und dann bin ich in Peking als Weltranglistenerste und aktuelle Weltmeisterin angetreten, habe dann noch gewonnen. Und damit war der Weg geebnet, einfach auch ganz viele China-Aktivitäten. Ich war mit der deutschen Fußballnationalmannschaft da 2009, aber auch mit Ministern als Botschafterin oder ich habe einmal für André Rieu dessen Konzerte übersetzt in China und musste auch immer Walzer vortanzen. Also sie haben eben gesagt, ich soll tanzen, kein Problem, kenne ich. Nein, ja, also von daher, also da wirklich extrem, extrem viele spannende Dinge gemacht, einfach durch diesen ersten Anfangsurlaub in China. Ja, eine Frage können wir in Anbetracht der Zeit jetzt noch zulassen, weil die Küche sich langsam darauf vorbereitet, uns gleich etwas zu essen vorzubereiten. Gibt es noch jemanden, der kann jetzt nicht alles sehen? Ah, da relativ weit hinten. Kriegen wir da ein Mikrofon hin? Okay. Ah, die Kollegin ist schnell. Alles gut. Ja, Tester, mein Name. Ich interessiere mich auch für China, daher die Frage, das Land der Mitte ist ja für mich immer China gewesen und Ihr Buchtitel ist das Land der Gegensätze. Da frage ich mich, ist das sozusagen eine Richtigstellung oder auch so eine Kritik an diesem Begriff Land der Mitte oder ist es ganz für sich alleine stehend? Ja, Land der Mitte, die Chinesen sehen sich ja einfach als Mittelpunkt der Welt, also oder als zivilisatorischer Mittelpunkt der Welt, das heißt ja nur Land der Mitte. Gleichzeitig ist China auch ein Land der Gegensätze, aber da widerspricht sich der eine und der andere Titel tatsächlich überhaupt nicht. In China haben wir, das habe ich auch im Rahmen meines Studiums das erste Mal gelernt, viele, viele Klimazonen. Das Land ist so groß wie ein ganzer Kontinent mit 30 Provinzen, mit sehr vielen unterschiedlichen Regierungsformen. Wir haben Land, Stadt, Arm, Reich und das alles tatsächlich, gerade in Städten wie Peking oder Shanghai, auf einen Haufen. Es wird einfach nie langweilig in dem Land und ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Willkommen im Reich der Gegensätze, China hautnah, wo ich einmal durch Peking wandere und einfach diese ganzen Kontraste so erkenne und beschreibe. Und das ist einfach häufig genug wirklich witzig für uns als Europäer, da hinzukommen. Oder ich glaube, eines der größten Vorurteile gegenüber Chinesen, ich glaube, da wird das häufig mit Japanern verwechselt, ist, der Chinese würde nie lachen und sei immer so, also ganz beherrscht. Das Gegenteil ist der Fall. Also das amüsiert mich immer am meisten. Also da wird geschrien und da, also wenn da ein Unfall auf der Straße ist, dann ist da immer eine Traube Menschen drumherum, dann wird diskutiert, wer recht hat und wer nicht. Und chinesische Abstand sind tatsächlich 0 Zentimeter, also da wird, sie werden berührt und dies und das und es wird viel gelacht. Und da hatte ich sehr viel Spaß daran, dieses Buch zu schreiben. Und diese Gegensätze sind gleichzeitig aber auch die totale Dynamik. Ja, meine Damen und Herren, Britta Heidemann, vielen Dank. Herzlichen Dank. Heidemann fragt, wieder Alkohol, ne? Ich sage, ja, Sie haben es ja gewollt. Ja, also vielen, vielen Dank nochmal dafür, Frau Heidemann. Danke, dass Sie da waren. Wirklich ein toller Vortrag, eine tolle Demonstration. Finde ich auch sehr schön, dass Sie uns nochmal, auch in den Fragen nochmal ein Stück weit Einblick über das gesamte Portfolio gegeben haben, vom Sport, über China.
Frau Heidemann wird noch eine ganze Zeit hier sein, hat sie gesagt. Sie haben auch die Möglichkeit, Frau Heidemann hat Bücher mitgebracht, von denen, die Sie auch sehen. Sie will sie auch signieren und die sind dann hier auch zu einem wirklich geringen Beitrag noch zu erwerben, wenn Sie daran Interesse haben. Frau Heidemann hat auch gesagt, sie wird noch sich dann ein bisschen, ich sag mal, unter uns mischen, auch für die eine oder andere Frage, fürs Gespräch noch zur Verfügung stehen. Ihnen allen möchte ich noch einen schönen Abend wünschen. Wie gesagt, gleich gibt es etwas zu essen und zu trinken. Wir brauchen allerdings organisatorisch jetzt ein bisschen, indem wir gleich die letzten Stuhlreihen dahin sozusagen abbauen und dann dafür stetig hinstellen. Insofern, wenn das gleich ein bisschen wuselig hier wird, würde ich da jetzt schon mal für Ihr Verständnis, wir bemühen uns das mit allen Kräften, die hier am Werk sind, das so schnell und geräuschlos wie möglich zu machen. Ansonsten vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, die Sie heute haben. Vielen Dank, dass Sie unsere Gäste sind und hoffentlich noch eine ganze Zeit lang heute Abend hier bleiben. Schöne Gespräche und einen schönen Abend. Vielen Dank. Applaus